Ich spiele sehr, 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 sehr gerne Basketball. Okay, jetzt und jetzt machen wir was für unsere Website, für unseren damals genau, so einen Bereich für kleine Kinder. Auf unserer Website jetzt so einen neuen Bereich, weil wir für die ganz Kleinen haben wir quasi einen Bereich angefangen. Und da erklären halt alle Profis den Kids so ein bisschen Basketball, aber halt für so Altersklasse 3, 4, 5. Also so ganz jung. Deshalb muss das Ganze jetzt halt ein bisschen kindlich sein und du erklärst es quasi jetzt kleinen Kindern. Okay. Damit die Kinder schon in frühen Jahren Fans werden. So werden die Kinder schon halt in frühen Jahren Fans. Wie heißt das, also, wie heißt das Ganze? Kids Club. Okay, hey. Wäre cool, wenn du für die Sachen dich einfach hinsetzt. Genau, wäre cool, wenn du dich für die Sachen hinsetzt. So im Schneidersitz, so oder, Schneidersitz so. Oder so. So als ob du in so einer Kindergruppe sitzt. Genau. So, wir fangen erstmal ganz einfach an. Du hältst den Ball in die Kamera. Du hältst den Ball in die Kamera. Und sagst, das ist ein Basketball. Das ist ein Basketball. Okay, okay. Soll ich machen? Genau. Das ist ein Basketball. Sorry. Schon bescheuert bei Wort. I think this is a basketball. Oh. Really? I think this is a basketball? Yes. Just like that? Yes. You show it? Yeah. This and is say, a basketball. This is a basketball. Okay. Alright. Okay. Kannst immer danach lachen. Yeah, sorry. Okay. Das ist ein Basketball. Damit kann man viele Sachen machen. Kann man viele Sachen machen. Das ist geil. Ey, okay. Was kann man denn damit machen? Das ist witzig, okay. Ich möchte den Ball in den Korb schmeißen. In den Korb schmeißen. Okay. Ich möchte den Ball in den Korb schmeißen. Das macht mir ganz viel Spaß. Das macht mir ganz viel Spaß. Das macht mir mega Spaß. Ganz, ganz, ganz viel Spaß. Probiert es einfach ganz kindlich zu halten. Okay. Denn das gibt Punkte. Denn das gibt Punkte. Denn das gibt Punkte. Für mich und meine Freunde. Für mich und meine Freunde. Für mich und meine Freunde. Warum lacht keiner von euch? Das hab ich den ganzen Tag gehört, oder was? Ja, wir haben das schon 10, 11, 12 Mal gemacht. Sorry, ja. Sorry. Ich sehe eure Gesichter, ich denke mir irgendwas. Ich habe heute einen Korb geworfen, yeah. Ich hab heute einen Korb geworfen, yeah. Also für Kleine. Hast du damit Kinder? Die Kleinen das auch verstehen. Genau, damit die Kleinen das halt auch verstehen. Hey, guck mal, ich habe heute einen Korb geworfen, yeah. Aber das ist gar nicht so einfach, Kinder so anzusprechen, weil mein Sohn mache ich ja nicht, hey. Ja, das ist echt schwer. Ja, das ist echt schwer. Ja, warte, okay. Mega schwer. Mega schwer. Dieser Ball ist rund. Und der Korb ist auch rund. Das trifft sich ja gut. Denn der Ball muss in den Korb rein. Denn der Ball muss in den Korb rein. Ruhig noch kindlicher das Ganze machen. Denn der Ball muss in den Korb rein. Mhm. Und wenn der Ball durch den Korb fällt, kriegen wir Punkte. Bekommen wir Punkte. Und wenn der Ball durch den Korb gefallen ist, bekommen wir Punkte. Ah, hier. Wenn ich den Ball in den Korb werfe, dann gibt das 2 Punkte. Wenn ich den Ball in den Korb werfe, dann gibt das 2 Punkte. Dann gibt das 2 Punkte. Dann gibt das 2 Punkte. Und dann freue ich mich. Und dann freue ich mich. Und dann freue ich mich. Wunderbar, das gefällt dir, wie du das machst. Was? Das ist gut. Supi. 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 Spitzenklasse. 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 Supergeil. Supergeil. Einfach supergeil. Supergeil. Ganz, ganz, ganz toll. Ganz, ganz, ganz toll. Ganz, ganz, ganz toll. Prickelnd. 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 Spaßig. 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 If I put this into the basket, I get 2 points. Into the basket, I get 2 points. If I put this into the basket, I get 2 points. Or even 3. Or my favorite, even 3. Or only 1. Or only 1. Or none at all if I travel. Or no points at all if I travel. But I don't travel. But I don't travel. But I don't travel. Meh.
Only in the summertime. Only in the summertime. Only in the summertime. You know, for the parents, they need the, like, little jokes on the side. Yeah, for sure, for sure. Basketball is so much fun. Basketball is so much fun. Wer mehr Punkte hat, gewinnt. Meine Freunde, wer mehr Punkte hat, gewinnt. Okay. Ich möchte gewinnen. Denn gewinnen macht Spaß. Wer mehr Punkte hat, gewinnt. Genau. Hoffentlich habe ich mehr Punkte. Hoffentlich habe ich mehr Punkte. Wenn der Gegner Punkte machen will. Wenn der Gegner Punkte machen will, will ich das verhindern. Will ich das verhindern? Will ich das verhindern? Faulen ist verboten. Faulen ist verboten. Okay. Nee, warte, das kennen die ja gar nicht. Die wissen ja gar nicht, was faul heißt. Das stimmt, die wissen ja noch, was faul heißt. So, man darf nicht beim Gegner Aua machen. Faul ist böse. Man darf nicht beim Gegner Aua machen. So, Aua kennt ja jedes Kind. Aua kennt doch jedes Kind. Ja, aber die... Ja? Ja, ja, das ist cool. Das ist für die ganz, ganz Kleinen. Cool. Für die ganz Kleinen. Für die ganz, ganz Kleinen. Aua, Papa, Mama. Okay. Cool. Cool. Man darf aber beim Gegner kein Aua machen. Man darf aber beim Gegner kein Aua machen. Bist du sicher, dass du Aua verwendet wirst? Ja, das haben wir gestern auch schon mit ein paar Spielern gemacht. Das kommt cool an. Das kommt cool an. Okay. Man darf aber bei dem Gegner kein Aua machen. Sonst gibt's Ärger. Sonst gibt's Ärger. Sonst gibt's Ärger. Sonst ist der Schiedsrichter ganz, ganz böse. Sonst ist der Schiedsrichter ganz, ganz böse. Der macht dann piep, piep. Der macht dann piep, piep. Der macht dann piep, piep. Das ist so. Okay, das war's, oder? Yesterday, I stayed in the lane for 4 seconds. That's not allowed. So the referee got mad at me. I was pretty sad. Okay, jetzt machen wir noch eins, falls ihr mal verloren habt, das werden wir nicht hoffen. Falls ihr mal das Spiel verliert, wir ja nicht hoffen. Okay. Dann sagst du, der Gegner war heute richtig gemein. Der Gegner war heute richtig gemein. Schade. Und auch Wiederholung macht Wahrheit. Ja? Also einfach ganz, ganz oft wiederholen. Schade. Und bei schade kannst du auch richtig von der Stimme so nach unten gehen. Mann, der Gegner war heute sehr, 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 sehr gemein. Schade. Super. Das kann man vielleicht auch für die normale Website benutzen. Das finden die Älteren auch cool. Ich glaube, das würde auch für die Älteren schon funktionieren. Ne? Also ich glaube, die Deutschen, unsere Deutschland findet das cool. Das finden die einfach cool. Da kann man einfach vielleicht nochmal auch die Emotionalität von den Spielern halt auch kennenlernen. Media Day 2019. Media Day 2019. Cooler Dreh. Coole Aufnahmen, coole Sprüche. Und das Beste war ganz, ganz am Ende. Als ich dann geprankt wurde. Wow. Sorry. Ich weiß, was das ist. Fucking slap in the shit. Ich bin so awesome. Ist, dass ich geprankt wurde. Because I have Liv Vega in my ear, and he was right there, and he was talking in my ear. Oh, y'all got me, man. Oh, my God. Man, I'm like, I knew it. I'm like, I told you what to say, man. Der zweite Teil war nicht ernst gemeint. Das war nur ein Spaß. Wirklich? Ich hab nicht vorgesagt, was er sagen muss. That's crazy. Aber sehr gut mitgemacht. Sehr, sehr gut. Ich dachte mir, in der Mitte, was ist los hier? Aber er ist ein absoluter Profi.